BVB Total im Doppelpass mit der Telekom. Ja, jetzt habe ich einen bei mir, der hat leider in den letzten Monaten nicht so oft bei mir gestanden. Kevin, heute zum ersten Mal wieder dabei. Wie geht's dir? Wie war's? Ja, es war ein sehr schönes Gefühl und mir geht's endlich wieder besser. Und ja, es waren sehr schwere Monate und vor allem die letzten 3-4 Wochen, weil keiner wusste, was ich genau habe. Und da hat man schon immer schlechte Laune gehabt und Kopfschmerzen und man wusste halt nicht, was man hatte. Und da habe ich lieber irgendwas wie ein Meniskusriss, da bin ich in 4 Wochen wieder da und nicht sowas. Das war das Schwerste bis jetzt in meiner Karriere und endlich bin ich wieder da. Und jetzt bist du auch wieder voll fit. Ja, mein Knie hält, das ist das Wichtigste. Und natürlich habe ich ab und zu öfter Muskelkater, aber das passt schon, das habe ich gerne, aber endlich hält mein Knie wieder. Hat das vielleicht auch mit der Intensität des Trainings zu tun, was im Moment stattfindet? Ich bin 3-4 Monate raus und das merkt man halt, aber wie gesagt, ich bin endlich wieder da und für mich persönlich ist das Wichtigste und alles Weitere wird man dann sehen. Jetzt ist ein neuer Trainer da mit Thomas Tuchel, es wird anders trainiert, macht Spaß, es wird viel gelaufen, aber viel gelaufen mit Ball. Natürlich, das war bei dem alten Trainer auch so, es passt und es macht Spaß, das ist das Wichtigste, jeder hat Spaß und das zählt und wie gesagt, alles Weitere wird man sehen. Jetzt war heute das Spiel gegen Luzern 4-1 gewonnen, phasenweise richtig tolles Spiel, wie hast du das gesehen? Ja, wir kamen am Anfang nicht so gut rein, fand ich. Hinterher haben wir ein gutes Spiel gemacht, souverän gewonnen und ich glaube, so einen Gegner muss man auch schlagen und das haben wir getan. 9 Tage sind es noch und dann seid ihr topfit. Auf jeden Fall und wir wollen in die Euroleague. Ich drücke alle Daumen, dass dein Knie hält, du schnell wieder fit wirst und wichtige Tore schießt. Danke, danke. Danke, Kevin.